Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und wir sind zurück bei Imperialismus 2 bei unseren Engländern in London. Und ihr werdet euch erinnern, wir haben unsere Engländer verlassen in dem Moment, wo sie noch in einem Krieg sind mit den Schweden. Vor allem tobt er sich hier unten in den Kolonien aus. Und es gab unter anderem eine Nachfrage, warum ich nicht den Krieg irgendwie nach Schweden trage. Dazu muss man sagen, dass die ganzen Heimatländer alle eine Stufe 1 Festung haben und auf einer Stufe 1 Festung ist eine sehr starke Artillerie, eine schwere Artillerie, die auch noch ein Feld weiter schießt als die normale schwere Artillerie, verankert. Kostet auch nichts, die ist da überall automatisch drin und da sind wir überhaupt noch nicht in der Lage, diesen Krieg dort zu führen. So, das dazu, insofern wird das dort unten weitergehen. Bevor wir richtig weitermachen, muss ich eine Sache nachholen, weil ich das nicht in der letzten Folge der letzten Staffel getan habe, nämlich uns den Statusbericht anschauen. Wie stehen wir eigentlich da im Vergleich zu anderen Großmächten? Und wir sehen hier überraschenderweise die allgemeine Rangordnung, wo wir ganz oben sind, gemeinsam mit Spanien. Dann folgen Portugal und Schweden sogleich auf, dann Frankreich und ganz hinten Holland. Interessant. Wir haben uns hier richtig hochgearbeitet. Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal waren wir irgendwie Dritter oder Vierter in dieser Hinsicht. Das ist ja kein schlechtes Zeichen. So, gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Woraus resultiert dann die gute Rangordnung? So, in der Innenpolitik liegen wir im Mittelfeld, was auch immer Innenpolitik heißt. In der Außenpolitik sind wir gut dabei, zusammen mit Spanien und Frankreich. Ja, das ist hier der Dreibund gewissermaßen. Na gut. So, die militärische Stärke. Da sind wir gar nicht so stark dabei. Ich meinte, beruhigend ist, dass unser Gegner Schweden ganz hinten steht. Unsere Verbündeten sind vor uns und ganz mächtig ist Portugal. Das ist interessant. Dieses kleine Land, was sich bisher völlig rausgehalten hat aus allem und auch zu allen gute Beziehungen hat. Das wird noch interessant sein zu beobachten. Unsere Handelsmarine ist auch nicht stark. Da sind die Portugiesen ganz vorne. Ja, okay. Ich frage mich, wie kommen wir auf den ersten Platz eigentlich, wenn ich mir das angucke? Wahrscheinlich, weil wir überall so ein bisschen gut sind. Überall so auf Platz 2, 3. Vielleicht ist das der Grund. Überseeexporte sind gut. Frankreich ist ein bisschen besser. Unsere Industrie ist jetzt auch nicht die beste. Das ist Portugal vorne. Bei den Arbeitskräften können wir ganz gut mithalten. Schweden liegt da vor uns. Überseeprofite hat im Moment keiner. Beim technischen Fortschritt sind wir auch nicht ganz vorne, sondern Zweiter. Aber das ist auch ein gutes Signal, dass wir da mithalten. Gut, insofern werden wir im Moment im Krieg auch, wir haben wenig Geld, werden wir das auch so machen, dass wir tatsächlich jetzt erstmal längere Zeit nichts ausgeben, sondern ganz auf unsere Spione setzen und auch nur das erforschen, was andere schon haben, damit die Spione überhaupt zum Tragen kommen. Ja, also Handelsmessen werde ich jetzt im Moment nicht investieren. Und hier bekommen wir, das ist wichtig für uns, die leichte Artillerie in 4 Zügen. Okay. Was sind denn jetzt die Prioritäten? Was sind jetzt die wichtigsten Knackpunkte? Als erstes muss man sagen, unser begrenzender Faktor sind im Moment nicht die Rohstoffe, sondern die Arbeitskräfte. Und bei den Arbeitskräften ist der entscheidende Punkt, dass wir im Moment zu wenig Nahrung produzieren. Erforderlich wäre, ja gut, 14, 15, hier sieht man es. Und wir produzieren gerade statt 15, 14 und hier könnten wir mehr, aber dadurch, dass das Übersee ist, holen wir gerade nur 12 Fleisch und Fisch rein. So, und das heißt, wir brauchen nicht irgendwie unsere Arbeitskräfte ausweiten, wenn wir die Nahrungsproblematik nicht gelöst haben. Nun ist das so, dass man ungern eigentlich die Nahrung aus den Kolonien holt, weil das ist einfach eine Verschwendung von Transportkapazität. Insofern sollte es unsere absolute Priorität sein, hier in England, im Mutterland, die Landwirtschaft weiter auszubauen. Wir sind auch gerade dabei. Hier wird Vieh und Getreide angeschlossen. Und genau, und hier gibt es nochmal Getreide. Und dann sollten wir, hier hinten ist auch nochmal Getreide, also Getreide kriegen wir noch billig angeschlossen. Und beim Vieh sollten wir darauf achten, dass wir dann als nächstes die vorhandenen Viehbestände auf Stufe 2 upgraden. Das ist sehr teuer, aber ohne diese Maßnahme können wir einfach unsere Ökonomie nicht weiter ausbauen. Also das hat jetzt wirklich Priorität, dafür brauchen wir Eisen und Bretter. Und die müssen wir also dafür jetzt sparen und produzieren. Das ist das eine. Ich weiß gar nicht, warum habe ich den eigentlich dahin geschickt und nicht dahin? Das ist doch beides mal unentwickelt.
nee, der... was macht der da eigentlich? Wartet mal. Was macht der Ingenieur da? Wollte ich da irgendwas bauen? Oder habe ich den da nur abgestellt? Vermutlich habe ich den da abgestellt, weil ich im Moment gar nichts machen kann. Also da sollte eigentlich ein Ingenieur nichts bauen. Weiß ich nicht, warum. Ich werde Ihnen jetzt mal keine Anweisung geben. Gut, also wir haben über Nahrung gesprochen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, unsere beiden Prospektoren sind von den Schweden getötet worden. Das ist richtig bitter gewesen. Da müssen wir sparen. Wir brauchen 500 dafür und wir brauchen dreimal Papier dafür. Und ich weiß nicht, ob wir uns gleich in nächster Zeit zwei leisten können, aber einer ist natürlich Pflicht. Dann brauchen wir eine Erhöhung der Schiffskapazität. Allerdings, ja, natürlich zum Handel, aber ich würde gerne auch ein bisschen schlagkräftiger bei der Kriegsflotte sein. Wir haben ja eigentlich nur ein Schiff, das jetzt hier rumfährt. Der Rest ist für den Handel da. Und da würde ich schon jetzt endlich gerne mal die Galeone bauen. Gucken wir uns das nochmal kurz an. Hier die. Und dafür brauchen wir allerdings 8 Bauholz. Bronze hätten wir schon und auch Stoff. Also das ist auch noch so ein Punkt. So, das ist Nummer 3. Nummer 4 ist, wir werden die leichten Kanonen bald erforschen. Die müssen wir dann auch bauen. Das ist Voraussetzung, damit wir hier gegen die Schweden zum Beispiel in Ottawa weiter vorgehen können. Weil dort ist eine befestigte Siedlung. Ja, und da ohne Kanonen vorzugehen, ist schwierig. Also, das sind also die 4 Dinge. Prospektoren, Schiff, Nahrung, leichte Kanonen. Dann möchte ich mal einen Vorschlag noch aufgreifen, der von den Zuschauern kam. Und zwar, was unser Schiff hier betrifft, das hier einfach nur so rumliegt. Wir kommen jetzt hier eh nicht weiter gegen Miami wegen der Festung. Wir müssen uns auch noch ausruhen hier, das ist klar. Aber wir werden mal so Nadelstichangriffe, Landungen machen hier im Süden. Das sind alles unbefestigte Provinzen bis hier. Und da können wir richtig nerven, wenn wir 1 oder 2 Einheiten da einfach reinbringen und die Provinzen besetzen. Das führt dazu, dass Schweden dann Truppen irgendwo anders abziehen muss und so weiter. Das ist ein hervorragender Vorschlag, den wir dann gleich mal umsetzen. Wir nehmen das Schiff und bringen es hier hin. Achso, ja. Falsches Spiel, kein Rechtsklick, Linksklick ist angesagt. So, gut. Also das zu den Plänen. Jetzt müssen wir mal gucken. Die ganzen Fachkräfte haben wir bewegt. Ich muss jetzt einfach mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Aber hier ist alles in Ordnung, denke ich. Wir haben noch 5 für den Handel. Wir könnten das noch ein bisschen erhöhen, wenn wir Fische nur 3 bringen. Dann, das geht aber so auf unsere Substanz. Machen wir das mal nicht. Okay, die Produktion lasse ich auch erstmal so. Die 2 Papier brauchen wir für den nächsten Prospektor. 2x Gusseisen, 2x Bauholz ist auch okay. Und Wolle müssten wir eigentlich auch aufbewahren. Die beiden Zucker sind natürlich Pflicht und Gesetz, das ist klar. Wir haben da keinen großen Spielraum. Okay, bei den Einheiten ist nichts zu tun, bei den Arbeitskräften auch nicht, beim Handel. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob wir wirklich weiter hier Stoff verkaufen. Wir brauchen Stoff. Ich glaube, wir brauchen zwar auch Geld, aber vor allem brauchen wir jetzt für unsere Pläne Stoffe. Ich glaube, ich werde tatsächlich nur einmal Stoff und kein Bronze weiter. Hatte ich eben Kupfer gesagt. Kein Bronze weiter verkaufen. Das brauchen wir nämlich auch für alle möglichen Dinge. Wobei wir produzieren, mal gucken, wie viel wir jetzt verdienen in der nächsten Runde. Lassen wir das erstmal raus. Wir haben ja auch noch unsere Gewürze und so weiter. Und im Moment greifen wir ja nirgendwo richtig an. Okay, gut. Diplomatisch ist im Moment nichts zu tun. Technologie läuft auch. Dann kann es jetzt weitergehen. So, Schweden bettelt um Frieden mit unserer mächtigen Nation. Mir wurde gesagt, wenn ich hier auf das I drücke, dann sehe ich, wie die anderen ticken. Und ich bin mir aber nicht sicher, wie ich das jetzt zu werten habe. Also, wie kann ich jetzt sehen, Frankreich, ob meine Verbündeten, wie die jetzt reagieren würden? Hier sehe ich nichts in dieser Frage. Internationale Abkommen. Also ich weiß nicht, wo mir gezeigt werden soll, wie jetzt Frankreich und Spanien zu diesem Friedensangebot stehen würden. Angeblich soll das bei I stehen. Vermutlich bin ich zu blöd dafür. Naja, also ich sehe das hier nicht. Ich weiß nicht, was ihr da meint bei I. Wird mir nicht gezeigt. Oder wartet mal, hier, diplomatisches Angebot anzeigen.
Ach so, das ist wieder diese Geschichte. Nee. Also diese Anzeige verstehe ich nicht. Kein Plan, wie sich das jetzt bezieht auf Schweden. Insofern werde ich das Ganze ablehnen, weil ich nicht weiß, ich will nicht den Bündnisbruch riskieren. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich was Wesentliches übersehen, dann teilt mir das bitte mit. Wir lehnen das erstmal ab. So, das nehmen wir. Nehmen wir das an. Ja, ich glaube, das nehmen wir jetzt an. Das ist okay. Oh, und Miami wird angegriffen. Das ist natürlich bitter. Da ist jetzt gerade unsere angeschlagene Armee hinmarschiert. Dann muss ich das manuell aufstellen. Hier ist wieder irgendwie Chaos bei der Aufstellung angesagt. Okay. Oh, guck mal, wie angeschlagen die ist. Das heißt, die nehme ich mal nach vorne. Ich sehe leider jetzt nicht, wie die darauf sind. Aber na, den will ich auch nicht da hinten haben. Da vorne haben. Machen wir das mal so. Pikenträger vielleicht. Oh Gott, der ist auch angeschlagen. Das ist ja jetzt ein harter Angriff. Mal gucken, wie der Gegner so aufgestellt ist. Ach so, ja, alles klar. So ist er aufgestellt. Da brauche ich mir keine Sorgen drüber machen. Die Kosaken sind gleich wieder abgezogen. Kein Thema. Gut, wie viel Geld verdienen wir jetzt? 523. Reichtümer 300. Einmal Stoff verkauft. Und die... Ja, genau, die Gewürze. Ja, ist okay, ne? Ist natürlich ein Problem, bei Angriffen müssen wir wieder Geld bezahlen. So, Spion in Frankreich verloren. Das ist eine super schlechte Nachricht. Das ist richtig doof. Das heißt, das müssen wir wieder teuer bezahlen, weil das ist jetzt wirklich nötig. Verzögert sich dadurch die Geschichte? Ne, hier sind wir immer... Ja, doch, wir waren das letzte Mal auch bei 4 Zügen. Gott sei Dank ist das hier Schweden gewesen, nicht Frankreich. Wir lassen es erstmal dabei. Okay, als nächstes gucken wir mal. Wir können jetzt... Wir müssen hier weiter eine Straße bauen. Die Mittel dafür haben wir auch. Das ist sehr in Ordnung. Und du gehst jetzt mal in Ruhe. In Ruhestand. So, du hast gebaut. Eigentlich könnten wir auch noch das Sinn weiterentwickeln. Das war, glaube ich, auch unser Plan. Dann brauchen wir das auch nicht rüber transportieren. Haben wir wieder ein bisschen Freiraum. So, unsere Armee. Die ist so angeschlagen, die muss sich ausruhen. Hilft nichts. Keine Anweisung dementsprechend. Und die Flotte. Da war der Plan, dass wir hier irgendwie eine Landung organisieren. Aber dazu müssen wir erstmal in das Seefeld reinfahren. Okay, dann geht es jetzt darum... Hier wird sich nichts verändert haben. Jetzt geht es darum, dass wir hier einen neuen Prospektor erstmal bestellen. Genau, die Mittel dafür haben wir. Der wird in Dienst gestellt und hier... Nein, hier bei der Produktion... Ja, das ist die Frage. Ersetzen wir jetzt den Spion? Machen wir jetzt weiter mit dem Papier? Oder sollten wir doch erstmal hier unsere Eisen- und Holzproduktion forcieren? Wie viel Eisen haben wir eigentlich auf Vorrat? 3 nur. Wie viel können wir eigentlich bringen? Oder wie viel bringen wir im Moment? Achso, wir bringen aus eigenem Antrieb schon 4. Achso, wir müssten 6 haben. Das heißt, die müssten wir importieren. Beziehungsweise über die Marine reinholen. Über den Transport. Ja. Insofern wichtig, dass wir das Zinn selber bekommen. Schon so eine Sache. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten noch den zweiten Prospektor holen. Das ist schon wichtig. Bauholz oder Gusseisen. Ich kann mich hier entscheiden. Deswegen machen wir Wolle, das können wir dann auch noch mal besser verkaufen. Das ist okay. So, wir produzieren jetzt zweimal, jetzt dreimal, sonst zweimal. Ich bleibe dabei, immer nur eins zu verkaufen. Holz will leider keiner kaufen von uns. Das ist ein bisschen schade. Wir haben Holz im Überfluss im Moment. Aber was soll man machen? Das andere will ich nicht verkaufen. Gut. Okay, da bleiben wir, da bleiben wir. Da kommt die Flotte. Mehr ist da erstmal nicht zu tun. Kurz mal nochmal einen Blick nach England werfen. Ja, die Straße wird erst gebaut. Dann ist das nächste Vieh angeschlossen.
was wichtig ist. Da sind wir, glaube ich, sogar 2 im Minus. So, das nehmen wir wieder an. Oh, Frankreich kämpft gegen Schweden, ein Lanzenträger gegen einen Pikenträger und 2 Kosaken. Wo ist das denn gewesen? In Balaterre. Das ist hier unten, wo wir landen wollten. Sehe ich denn jetzt, wie das ausgegangen ist, die Schlacht? Verteidiger halten. Ach so, die Schweden halten die Provinz. Oh, das ist aber gut, dass wir das wissen. Dann werden wir da nicht einfach in die Falle tappen. Dann werden wir weiterfahren mit dem Schiff. Okay. Wir haben in Irland verkauft. Das ist gut. Wieder die gleiche Summe, 520. Das ist in Ordnung. Einen neuen Spezialisten haben wir. Das ist hervorragend. Wir müssen natürlich jetzt hoffen. Also, ja. Wir haben im Moment 6 unerkundete Wüsten. Die Frage ist, ist das zu riskant, ihn hier einzusetzen? Direkt an der Grenze. Ich meine, hier ist er im Moment beschützt durch die Armee. Wir brauchen keinen zweiten Prospektor. Sehe ich gerade. Wir können natürlich hier das Innenland noch von den anderen Indianern, aber im Moment haben wir eigentlich ziemlich gut erforscht. Ich würde mal sagen, wir setzen ihn jetzt erstmal hier ein und gucken mal. Vielleicht nehmen wir dann doch einen Spion oder gehen stärker auf den Ausbau. So, wir machen wir hier die Straße weiter. Da ist das gebaut worden. Also Level 2 kostet immer 4,4. Da müssen wir jetzt einfach sparen. Mhm. Oder wir schließen schon das nächste an. Getreide. Da muss ich doch glatt nochmal gucken. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Also Bedarf haben wir 15 und wir werden dann 15 transportieren. Ja, wir müssen weitermachen mit Getreide. Und wo wir hier schon mal sind, machen wir das dann auch. Aber da arbeitet er bitte weiter. So, wie ist euer Zustand? Noch nicht befriedigend. Wo ist die Flotte? Ach nee, hier in Balaterre. Da war die Schlacht. Nicht in Bremer. Dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück und landen jetzt dort. Mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt schon etabliert? Kann man jetzt schon jemanden hinschicken oder ist das erst in der nächsten Runde? Das vergesse ich immer. Wir machen das mal aus Gag und schicken mal hier ein so ein Speerkämpfer einfach hin. Probieren es mal. Ne, das war in der nächsten Runde. Er muss erst den Landungsplatz, den muss er erst sichern. Gut, dann wissen wir das wieder. Okay, dann bitte auf Verteidigen alle. Und wir gucken hier wieder rein. Wie viel haben wir noch im Vorrat? 7 und 6. Langsam wird es knapp. Langsam wird es knapp. 13. Jeweils ein zu wenig im Moment. Gut, hier könnten wir dann im Notfall auch noch aufstocken. Über Seetransport. Das würde gehen. So, wir haben einmal Papier. Sollen wir uns jetzt noch einen Spion leisten? Oder ist das zu viel des Guten? Ich glaube, ja, wir machen das. Wir gehen hier nochmal auf 2 Papier und dann ist das okay. Verkaufen tun wir weiterhin 1 und versuchen weiterhin Holz. Wir können ja auch mal Wolle anbieten, mal gucken. Vielleicht will es auch jemand haben. Glaube ich zwar ehrlich gesagt nicht, aber gut, wir werden es sehen. So, dann ist erstmal nichts weiter zu tun und wir schauen wieder weiter. Das wird angenommen. Handel ist gut gelaufen, wie immer mit den 500, wunderbar. Und 3 wichtige Neuigkeiten. Was? Bündnis mit Spanien gebrochen. Es wurde aufgelöst. Möglicherweise haben die Frieden geschlossen. Unsere Armee ist relativ schwach. Ach Gott, die Armee von Spanien ist mehr als doppelt so stark. Uiuiuiui. Schweden schließt Friedensvertrag mit Spanien. Spanien bricht das Bündnis mit Frankreich. Ja, durch diesen Friedensvertrag. Das ist natürlich bitter jetzt. Das ist natürlich bitter. Nicht, dass sie sich jetzt nicht, dass sie die Seite wechseln, möglicherweise. Wir gucken mal ganz kurz diplomatisch, wie es vom Klima her Spanien aussieht. Aha, die Beziehungen zwischen Spanien und Portugal sind besonders schlecht. Mit uns haben sie immer noch die besten Beziehungen. Insofern halte ich im Moment
Angriff auf uns eher für unwahrscheinlich. Aber das wäre natürlich hart. Das wäre richtig hart. Aber ich gehe erstmal weiter davon aus, dass das nicht stattfinden wird. Gut, Leute, das sind ja brisante Momente hier. Warten wir es ab und warten wir auf die nächste Folge. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.